Branchenzuschläge sind ein Instrument, die Vergütung von Zeitarbeitnehmern und Stammarbeitnehmern anzugleichen. Das funktioniert über sogenannte Branchenzuschlagstarifverträge, die abgeschlossen werden zwischen verschiedenen Gewerkschaften und der Zeitarbeitsbranche. Im Moment haben wir 11 Branchen, für die diese Tarifverträge gelten, zum Beispiel die Chemieindustrie, Metallindustrie, aber auch sowas wie die Tapetenindustrie oder die Textil- und Bekleidungsindustrie. Der Branchenzuschlag funktioniert so, dass dem Zeitarbeitnehmer auf seinen Lohn, den er nach dem Tarifvertrag der Zeitarbeitsbranche erhält, einen bestimmten Zuschlag in Abhängigkeit seiner Beschäftigungsdauer beim Kundenunternehmen bekommt. Beispielsweise nach der 7. Woche gibt es 15% Zuschlag, am 4. Monat gibt es 20% Zuschlag und so weiter. In der Regel gibt es 6 Stufen, in denen der Lohn entsprechend angepasst wird, sodass nach 15 Monaten für den Zeitarbeitnehmer der gleiche Lohn erreicht wird wie für den Stammarbeitnehmer.